Die Gemeinschaftsgrundschule Meckenheim-Merl. Eine von 20 Schulen in Bonn und Umgebung, die in diesem Jahr an der Baskets-Grundschulliga teilnehmen. Um einen der begehrten 8 Finalplätze im Telekom-Dom zu ergattern, muss die Basketball-AG heute liefern. Es gilt, bei den Liga Days at School möglichst viele Punkte zu sammeln. Wir sind heiß wie Frittenfett. Wir wollen ins Finale. Wir haben viel trainiert, Wert gelegt auf Korbleger und Positionswurf und wir rocken das Ding. Während bei der parallelen Baskets-Grundschul-Challenge für die Jüngeren der Schwerpunkt auf Basics und Koordination liegt, geht es bei der Liga für dritte und vierte Grundschulklassen schon darum, Grundlagen des Basketballs zu trainieren und dann auch anzuwenden. Wer hat drauf? Wir! Bei der Liga achten wir schon deutlich mehr darauf, dass wirklich Basketball gespielt wird. Normalerweise würden die Schulen halt gegeneinander antreten in einer Hin- und Rückrunde. Corona-bedingt geht das halt leider dieses Jahr so nicht. Und deswegen haben wir die Liga Days at School geschaffen, um da einfach ein schönes Event auch nochmal mit zu haben. Und ja, die haben es trotzdem aber auch ganz schön in sich. Gleich bei der ersten Station, dem Korbleger, legen die Kinder nicht einfach drauf los, sondern starten aus einem Reifen und müssen zudem die Seite wechseln. Wichtig sind die Schrittfolge und das Anvisieren der Zauberecke. An allen basketballspezifischen Stationen gilt, 3 bis 4 Kinder sammeln in 60 Sekunden möglichst viele sogenannte Bonitaler. Der Korbleger ist meine Lieblingsstation, weil man da viel für üben muss und der auch sehr anstrengend ist. Und ja, der macht einfach Spaß. Die zweite Station bei den Liga Days at School, das Werfen. Und zwar aus dem Reifen. Hier gilt es, im schulterbreiten Stand auf die richtige Ausführung zu achten. Das Handgelenk abklappen, als würde man in eine Keksdose greifen. Ist ein bisschen leicht, ein bisschen schwer. Manchmal hat es nicht geklappt, aber manchmal schon. Passen mit Brustpass und Bodenpass. Darum geht es in der dritten Station. Und das am besten mit einer schnellen Streckung der Arme und abklappenden Handgelenken. Permanentes Dribbeln heißt es an Station 4. Mit möglichst enger Ballführung und tiefem Körperschwerpunkt. Von außen nach innen, um die Hütchen herum, kreuzen und den Ball an das nächste Kind übergeben. Ich kann das gut, weil ich bin beweglich, weil ich klein bin. Ich kann das. Schnelle Richtungswechsel, wie bei Basketballspielen auch, stehen bei Station 5 im Vordergrund. Beim Aufnehmen des Tennisballes aus dem Reifen tief in die Knie gehen, ab zum nächsten Ring, Ball ablegen, werfen gilt nicht. Dann zurück und abklatschen. Wichtig, der Ball muss im Ring liegen bleiben. Die letzte Station, Koordination. Es gilt, den Ball so oft wie möglich durch die Schlange durchzugeben. Durch die Beine, aber auch über Kopf. Und dann hinten wieder anstellen. Ich bin so stolz auf meine Kids. Mein AG hat sich ganz tapfer geschlagen. Sehr anspruchsvoll, sehr, sehr technisch auch. Aber das viele üben und ja, das viele Trainieren auch in der AG hat sich gelohnt. Und ich hoffe auch ausgezahlt. Und ich hoffe, wir sind dabei im Finale. Gemeinsam trainieren, alles geben. Die Gemeinschaftsgrundschule Meckenheim-Merl hat beim Liga Day unter Beweis gestellt, dass sie das Motto beherzigt. Dafür gab es von Bonny auch für alle eine Urkunde. Wiederholung nicht ausgeschlossen, wenn es am 1. Mai im Telekom-Dom um tolle Preise, Siegerurkunden und vor allem den Pokal geht. Vielleicht auch für die Gemeinschaftsgrundschule Meckenheim-Merl.